Hallo Leute, ich bin Maria und ich zeige euch heute, wie man aus diesem Karton ein richtig cooles Labyrinth machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes entscheidet ihr euch für eure Lieblingsfarbe, denn der Karton sieht jetzt natürlich noch nicht so schön aus. Deswegen werden wir den jetzt außen und innen anmalen. Wenn ihr damit fertig seid, dann macht ihr das gleiche auch hier drinnen mit einer anderen Farbe. Ich nehme jetzt einfach mal gelb. Wenn ihr dann alles fertig gemalt habt und wirklich alle Seiten hier ausgemalt habt, dann muss das Ganze unbedingt erstmal trocknen und dann sieht das so aus. Also jetzt sind alle Seiten schön angemalt und dann geht es eigentlich schon los, dass wir hier drin unser Labyrinth bauen. Dafür braucht ihr als erstes mal so einen kleinen Mini-Becher und in den werden wir jetzt hier an der Seite so ein kleines Tor reinschneiden. Und da solltet ihr, wenn es geht, eine Schutzbrille tragen, das ist auf jeden Fall sicherer. Ich habe ja schon eine Brille auf. Und so sieht das dann aus. Das ist jetzt quasi unser Ziel. Das heißt, das kleben wir uns jetzt an eine Stelle hier im Labyrinth. Und jetzt können wir eigentlich schon anfangen, unser Labyrinth zu bauen. Das bedeutet, ihr müsst jetzt hier Wege reinbauen, sodass wir am Ende in unser Ziel reinkommen. Ihr nehmt euch also einen Strohhalm. Das macht ihr jetzt noch mit ganz vielen anderen Strohhalmen. Und natürlich könnt ihr auch ein paar Irrwege reinbauen oder auch Hindernisse, wie zum Beispiel kleine Würfel oder eben Deckel oder solche Klammern. Jetzt ist das Labyrinth eigentlich auch schon fertig. Ihr könnt hier jetzt eine Murmel durchfahren lassen oder ihr verziert das Ganze noch. Ich habe hier zum Beispiel so einen weißen Lackstift. Mit dem könnt ihr dann zum einen das Ziel mal noch verzieren. So, können wir zum Beispiel so einen Kringel drauf machen. Und ihr könnt auch noch hier außen ein Muster hin machen. Ich habe hier das zum Beispiel so gemacht. So, und dann könnt ihr auch schon anfangen, eure Murmel hier durchfahren zu lassen. Ja, ich habe es geschafft. Aber ich glaube, das geht noch ein bisschen schneller. Schreibt uns gerne eure Rekordzeit in die Kommentare und abonniert den Kanal, dass ihr auch wirklich keine Videos mehr verpasst. Und ich wünsche euch mega viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch ein bisschen spielen jetzt.